Das sind 40 OP. So, ich unterstehe dir doch. Nö. Nee. Das passt mir jetzt nicht. Naja, passt schon. Ja. Das ist es. Das war ein geiler Parkplatz, geil. Bum bum. Bum bum, bum bum. Also ist eigentlich auch so eine sehr Überland Map Linie. Ja, das finde ich auch gut. Also einmal, also wenn es so wie bei Alheim, ich glaube 3.V, die 3er-Version, wenn du einmal komplett mit der 253 über die ganze Linie, über die ganze Karte einmal fährst und dann Step by Step die andere Linie abknabberst, dann hast du ungefähr einen guten Schnitt, so eine gute Übersicht, sag ich mal. Ja, das stimmt. So stelle ich mir quasi dann immer jede Karte vor, wenn ich es mir mal vorstellen würde. Oder? Wie gesagt, ich bin kein. Nennt es mir bitte nicht böse, ich wiederhole es da immer gerne mal. Ich bin kein guter Mordvorsteller oder wie auch immer. Dann setze ich mich lieber mit den Leuten, oder so wie Gerold Stein, ja. Hier im Discord. Wir fahren dann zusammen. Und ich habe da lieber mehr Spaß dran. Ja. Dass wir dir denn zusammen vorstellen, als wenn ich es alleine mache. Das will ich damit sagen. Weil dann reden wir drüber, alles schön und gut. Machen wir mal einen Screenshot. Alles ist schön und gut, ja, und ich vergesse irgendwas zu sagen, dann stehe ich selber drauf da. Achso, und die Busse, die ich geschickt habe, ne? Ja. Dürft ihr dann auch für euren Betrieb dann nehmen? Oh, gerne. Danke. Gerne, danke, ja. Wie gesagt, Respekt an Modder, Respekt an Skin ist hier sowieso groß vertreten, ne? Also. Ja, das sowieso. Modler wird sowieso nicht unterstützt. Aber wie gesagt, wenn es jemand kommt, dann ist es offiziell geil, Linienverkehr frei. Schild, bam. Dann habe ich es ja. Aber mir ist halt wichtig, lieber fahren wir gemeinsam. Wir können gemeinsam was vorstellen, wie du jetzt die Woche, Lukas, ja auch gemacht hattest. Mit einer kleinen Veränderung, aber. Ja. Ich habe es immer wieder bei LS gemerkt, als ich doch mal versucht habe, einen Mod vorzustellen. Ja. Oder einen DLC vorzustellen. Das ist nicht wirklich so meine Stärke. Also da im Fall, sagen wir so, ich muss mich halt auch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser vorbereiten. Das kann ich verstehen. Dass auch das gut ist. Aber mein Schwerpunkt ist ja mehr Live-Content, ne? Ja. Als Video. Während der Aufnahme, also das, was wir heute aufnehmen, erscheint morgen. Sympathisch. So ist halt das Videokonzept. Und deswegen schneide ich auch nicht meine Videos. Also nicht so arg. Weil, gut, wenn es jetzt hier jemand geben wird, hey, pass auf, ich bin Cutter, ich mache das gerne, weil es mir Spaß macht. Gut. Mach mir mal 3 Videos, 20 Minuten. Und dann schauen wir mal. Könnte ich auch damit leben, aber dann hast du die Möglichkeit zu sagen, pass auf, du hast einen YouTube-Kanal, ich habe einen YouTube-Kanal, du hast einen Twitch-Kanal. Naja, lass uns doch zusammen da das Ganze machen. Ja. Das Miteinander statt das Gegeneinander. Oh, schönes Dörfchen. Nur leider sehe ich dich nicht auf der Map. Das ist. Na, mein Navigation auf einmal wieder nicht starten wollte. Naja, egal. Aber ich habe jetzt halt Angst, dass wenn ich jetzt wieder starte, es mir um sie wieder abschmiert. Hallo. Ja, alles gut. Das war gut, sich um die Navigation nicht mehr. Der große Müll. Ja, tut mal leid. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich
frage mich manchmal, was ihr mit dem Programm manchmal macht, warum die, also klar, man probiert viel aus, ich mache das ja auch, so, ist ja nicht so, aber gerade die Eckhart, diese OMSI 2 Tools, so wie beim FS9er zum Beispiel, ihr kennt ja das AES, das ja. Load Full Load Manager von der MD11, ne? Da würde ich nichts ändern, das soll laufen. Hat es ja bei mir mit dem GSX-Programm gesehen. Ich habe es stinknormal installiert. Und es hat halt nicht funktioniert. Warum auch immer. Bis ich mal dahinter gekommen bin oder ich warte einfach mal mit dem nächsten Update. Ach, siehe da, es funktioniert halt auf einmal. Wie das Ding ist, das ist ein ganz großes Problem, dass du brauchst bei OMSI Navigation noch nicht mal irgendwas machen. Es gibt Tage, da läuft dieses Programm ohne Probleme und dann gibt es wieder Tage, da läuft es einfach gar nicht. Du brauchst noch nicht mal was zu machen. Okay. Bei OMSI Navigation wird ja zeitgleich mit OMSI ausgeführt. Aber irgendwie schneidet er das manchmal nicht. Und er startet das Programm manchmal einfach gar nicht. Okay. Oh, da brauchst du noch nicht mal irgendwie was hinzufügen oder versuchen noch zu machen. Da macht es einfach nicht, aus Prinzip nicht. Hm. Okay, schade. Weil er meint hier, ich bin der Dominantere. Mach heute nicht. Nur ein Ding, das hat nämlich. Ist ja auch nicht schlecht. Na gut, klar, es gibt halt schon. Also sagen wir mal so, ich habe ja, wie gesagt, den Flugsimulator, wir haben ja diesen Rettungshubschrauber etc. Ne? Das wollen wir ja im ersten Quartal, dass das ja unter Dach und Fach ist. Zusätzlich dazu, dass halt auch der Sidestick und das, die Fußpedale, dass das ja alles unter Dach und Fach ist, dass das funktioniert. Throttle, wie man es so schön nennt. Aber mir ist es auch erstmal wichtig, dass man sagen kann, hey, wir fügen jetzt erstmal da die ganzen Krankenhäuser ein. Guten Tag. Das machen wir auch live. Also, ein paar Krankenhäuser werde man schon so einfügen, aber Rettungshubschrauber zu fliegen, ja, das ist wie damals, wo ich bei 2014 angefangen habe zu lotsen. 16 Stunden, also 14 Stunden lotsen. Ja. Nein. 12 Stunden, 16 Stunden, 12 Stunden lotsen, 4 Stunden Rettungsflug. So, das war das Prinzip. Ich verwechsel das manchmal immer. Und weil ich ja von den Hypers Group hatte ja auch das Ganze jetzt rausgebracht. Und ich habe damals das für den FSX von jemandem bekommen. Da war es ja noch H&S Design, wo er die 135 und die 145 rausgebracht haben. So. Mhm. Ich habe es auf den neuen Simulator jetzt drauf. Ne? Mhm. Einmal eingerichtet, soll es keine Probleme haben. So. Muss man aber auch gucken, dass es auch läuft. Ja. Weil ich wollte es eigentlich auf dem FSX haben. Ich wollte mir auch nicht den neuen Microsoft. Also, wie gesagt, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte von jemandem, also ich weiß gar nicht, bei wem ich das Video angeguckt habe, wo ich von Hypers Group Performance oder die ganzen Rettungshubschrauber gesehen habe, wo du auch Szenarien bauen kannst, hätte ich das nicht gesehen, hätte ich mir das gar nicht geholt. Weil ich mag Rettungshubschrauber, ich mag gerne in deutschen diese Hubschrauber rumzufliegen, weil es was Tolles ist. Ja, also wie gesagt, das sind dann so, ja. Und dann auch wie wow mit dem richtigen Sprechfunk. Da kann ich nämlich auch mal ein bisschen mein Wissen wieder erweitern. Oder auffrischen vor allem. Hallo.
Keiner will. Ne? Achso, ich darf aber. Naja, die Frage ist halt, ne? Darfst du es halt nicht zu lang blabbeln? Aber auch das gerade. Mir sind die Szenarien sehr wichtig, ne? Also. Weil dieses Action-Pack, das habe ich nämlich auch. Und das werden wir halt auch gucken, dass wir das im ersten Quartal testen, einprobieren. Weil dann kann ich nämlich als eins schon mal sagen, ich habe einen Flug. Weil dann kann ich den nächsten Flugsimulator überspringen. An der Goldregenpfanne. An der Goldregenpfanne. Alles klar, Leute, ihr stellt euch schon mal mit der Pfanne raus, ne, und schmeißt dann das Geld raus. Alles Gold raus. Könnt ihr schon mal da. aber cool gemacht. Nö. Cool gemacht, ey. Sieh ich nicht ein. Oh, ist Pech. Sehe ich nicht so. Ja. So, ohne Gas zu geben. Mal gucken, ob ich rumbekomme. Und ohne zu bremsen vor allem. Nein, er schafft's nicht. Er muss bremsen. Haha, so ein Loser, ey. Naja, oder man könnte es auch so machen. Wie wär's denn wieder mit einer Römerberg-Gletscher-Express-Challenge? Ja, bitte nächste Folge. Hallo. So, der Release von dem neuen Berlin-Eudon steht bekannt, ne? Okay. 300? 31.12. 31.12, ja. Mhm. Das wäre der 24. Ja? Inoffiziell. Ja, wäre dann inoffiziell der 4. Der 1.1. Zweibergmarkt. Also, so hat Harlequin es auf ihrer Webseite bei dem Add-on hinterlegt. Okay. 31.12. Kurze Frage, ist die Linie jetzt schon vorbei? Nein. Ich glaube noch nicht. Nee, du fährst noch ein bisschen. Hä? Nein. Ja. Bin schon durch. Also. Drei Haltestellen habe ich noch. Also, ja, voll. Hä? Wow, geht das so schnell? Ja, die Linie ist relativ kurz. Ah. Mich auch nur noch zwei Haltestellen. Hallo. Hallo. Bitte nicht zu schnell. Hallo. Also, wir haben Zeit, ne? Bitte noch schneller. So ungefähr. Ohne was, ich glaube, du hast noch die ganze Zeit einen Warnblinker an. Der fährt die ganze Zeit mit Warnblinker? Nö. Dachte er jetzt. Ich dachte, ich sehe mich jetzt. Also, ja. Ich hab nur Kinderwagen, Schulmodus. Ach so. Ah. Ich bin zu faul, immer noch die extra Taste da zu drücken. Warum soll ich das machen? Wenigstens einer, der es macht. War noch nie so stolz auf ihn. Wow. Arschkriecher. Klosterhof. Dann nehme ich kein Blatt vor den Mund, ey. Ehrlich, ey. Erst sollst du fahren, dass der Betrieb überlebt, ich jeden Tag eine Tour. Du verschärfst hier das SB 91, du Monster. Dann denkst Moment, Mann, das hast du gesagt. Also, ja. Na, Moment, ey. Also, jetzt ist aber hier gut. Ich hab ein Zeug dafür. Ja, bestimmt, ey. Ich Und den Rentner dazu, ist mir egal. Also, da kriegst du ihn wieder. Also, jetzt, aber der Gesichtsausdruck, 90 SP91, ich hab doch keinen Kaffee, ich so.
wie die eine Szene bei Harry Potter, wenn er in den fahrenden Ritter mit dem Doppeldecker. Hey Leute, warum macht ihr so lange Gesichter? Hey, da denke ich mir auch, ey, morgens um die Uhrzeit, Junge, schmeiß dich weg, Alter. Ey, nee. Kommt an, ich fahre die SB91 ein paar Mal. Und ich denke mir so, ja, mach doch. Ja, ja, mach doch. Ja, was soll ich jetzt sagen dazu? Also. Es war eine Aufforderung mitzufahren. Mach doch mal, ich brauche morgens nicht so viel Gemecker. Mach doch mal. Ja, so sah es nämlich auch aus, ey. Ja, so hab ich auch geguckt. Hallo. So, mach mal. Da bin ich raus. Die Linie halte ich genau eine Runde durch und dann bin ich fertig damit. Also, sagen wir mal so, ich fahre gern mit Morphys Busse. Ja, das, weißt du, was mich einfach so nervt? Dieses lange, elendlange Stück zwischen Bottrop und Gladbeck. Okay. Wenn du vom Bottrop rüber nach Gladbeck fährst, da wo du da hinten dann am Eigenmarkt so vorbeifährst. Ja. Gefühl kommst du da nicht weg. Ja, bei Bosbach 3, da hatte ich fast schon 3 Minuten Verspätung gehabt, aber das war auch. Es gibt einen kleinen Kniff an der Sache. Wenn du 30 Sekunden eher losfährst, hast du grüne Welle. Aber erstmal treten sie dich tot im Bus. Ja, das stimmt. Deswegen stehe ich meistens. Du kannst ja nicht 30 Sekunden früher abfahren in Oberhausen, weil die sind ja erstmal damit beschäftigt, dich dumm und dämlich zu treten da drin. Ich stehe meistens 5 Minuten und 2 Minuten, nach 2 Minuten sind sie alle drin. Weil bei 30 Sekunden bleibt die Tür zu. Oder geht die Tür zu. Da steigen die bei mir noch ein. Weil ich so viele Fahrgäste da habe, das ist unnormal. Och. Ich meine, die Leute, die wissen halt, was gut ist, so, ne? Das ist halt. So ein Arschkriecher da, ey. Ja, hier, komm, FedEx, ey. Die wissen schon, was gut ist, FedEx, ne? Aber gut, Leute, so, ich hoffe, euch hat auf jeden Fall die Folge gefallen. Und ich muss sagen, sie war eigentlich nicht so schlecht. Muss gerade noch mal gucken. Also doch hier vorne. Okay. Naja, ganz vorne. Alles klar. Also wie gesagt, war echt eine schöne Tour, hat mir sehr gefallen. Und ja, die inneren Fahrgäste, die lassen wir jetzt mal so drin, wie sie sind. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und Justin und Lukas, schön, dass ihr da wart, ne? Ja, schauen rein, ja. Ciao.